Servus und guten Tag, der Baufuchs ist wieder zurück. Und zwar habe ich im Auslandsaufenthalt eine Kartoffelkanone gebaut. Wie ich das gemacht habe, seht ihr in diesem Video. Ausgangssituation für die Kanone ist ein geschweißter Korpus aus 2 mm starkem Stahlblech. In die Oberseite habe ich, wie ihr im Video sehen könnt, ein Loch hineingebohrt. Als Zündmechanismus verwende ich einen handelsüblichen Pizzuzünder, den man aus einem Gasgrill kennt. Zur Montage des Zünders spanne ich den Korpus in den Schraubstock ein, messe mir die Mitte raus und markiere sie mit einem Körner. Jetzt kann ich meinen Bohrer ansetzen und ein Loch bohren. Damit es mir leichter fällt, bohre ich erst mit einem kleinen Bohrer vor und erst danach mit der richtigen Endgröße. Das Loch sollte so groß sein, dass der Zünder leicht hindurchpasst. Die Mutter ist aber noch komplett abdeckt. Nachdem ich die Mutter kurz angeheftet habe, verschweiße ich sie nun dicht mit dem Korpus. Bevor ich die Schweißnadel auf der anderen Seite setze, muss ich erst die Schlacke entfernen, um einen guten Übergang zu schaffen. Direkt neben die Mutter für den Zünder brauche ich eine zweite, in die ich eine Gewindestange eindrehen kann, auf die der Funke dann überspringt. Dafür nehme ich einen Teil der Schweißnaht wieder mit der Flex weg. Ich markiere mir erneut die Mitte mit einem Körner, bohre ein Loch und schweiße die Mutter auf den Korpus. Jetzt kann ich den Zünder eindrehen und überprüfen, ob auch ein Zündfunke entsteht, bevor ich mit den nächsten Schritten weitermache. Als nächstes werde ich mich um den Griff kümmern, den ich aus einem Stahlrohr fertige. Um eine gerade Schnittkante zu bekommen, markiere ich mir meinen Abschnitt mit einem Klebeband, wie es im Video zu sehen ist. Jetzt kann ich mit dem Winkelschleifer einen relativ sauberen Schnitt ausführen. Zur Verringerung der Verletzungsgefahr entgrate ich die Schnittkante mit einer Feile auf der Innen- und Außenseite. Auf einer der beiden Seiten schweiße ich eine Scheibe fest. Das fertige Konstrukt wird nun auf dem eigentlichen Griff befestigt. Zum Schluss wird die Schweißnaht noch geschliffen und der Griff auf die richtige Länge gebracht.
Natürlich brauchen wir in unserem Korpus auch eine Frischluftöffnung, die fest verschließbar ist und der auftretenden Belastung standhält. Ich habe mich für einen M30 Gewindebolzen entschieden, den ich in eine aufgeschweißte Mutter hineindrehen werde. Um diesen Bolzen auch später ohne Werkzeug ein- und ausdrehen zu können, befestige ich ein Griffstück an dem Gewinde. An das untere Ende des Korpus bringe ich die Mutter an, um alle Abgase später wieder durch das Rohr hinausblasen zu können. Mit einem Stift markiere ich mir den Innendurchmesser der Mutter und bohre entlang der Linie mehrere Löcher. Erst mit einem kleinen Bohrer und später auch mit einem größeren. Ich benutze einen Fräser, um die Kanten des Loches anschließend abzurunden. Passt der Bolzen einmal frei durch das Loch, so kann ich die Mutter mit dem Korpus fest verschweißen. Zum Abschluss klopfe ich noch die Schlacke weg. Jetzt befestige ich auch das Griffstück an dem Korpus. Sucht euch dafür einfach eine für euch angenehme Stelle, wo ihr die Kanone gut im Griff habt. Zum Schluss können wir endlich den Lauf montieren. Dieser besteht aus einem massiven, ca. 1,30 m langen Stahlrohr. Achtet beim Schweißen immer darauf, dass ihr keine Lufteinschlüsse habt, die die Naht schwächen. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Kanone noch einmal komplett schleifen und lackieren. Alle Metallarbeiten sind jetzt nämlich abgeschlossen und es folgt nur noch die Endmontage des Zünders. Wie ihr es im Video sehen könnt, wird er durch die Scheibe am Griffstück gesteckt und von hinten mit einer Mutter fixiert. Damit das Kabel vor der Witterung und anderen äußeren Einflüssen geschützt ist, verstecken wir es in einem Gartenschlauch.
Da steht sie nun, die fertige Kartoffelkanone. Betrieben werden kann sie mit Propangas aus der Flasche, Benzin, Deo, Haarspray oder ähnlichem. Achtet nach jedem Schuss darauf, dass ihr die Abgase wieder aus dem Korpus und neuen Sauerstoff in die Kanone hineinbekommt, damit auch eine einwandfreie Zündung stattfinden kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir ein Like da. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis dahin, euer Baufuchs.